Fahrradtour an der Rhone, Autor D. Seltzer Mackenzie, Video, mit dem Drahtesel durch die Eidgenossenschaft, von Andermatt nach Genf führt der Rhöneradweg, der das Prädikat Traumtour verdient. Es geht durch Wiesenwälder an Seen und Plantagen, vorbei, die besonders während der Erntezeit eine Versuchung sind. Null Klammer zu, zugegeben auch wir haben Obst gemopst. Aber der Sündenfall war vorprogrammiert, rot-golden glänzende Äpfel, saftige Birnen, Trauben, Zucker süß, rot und weiß. Wer in der Erntezeit durch den Garten Eden der Schweiz radelt, der bleibt nicht beim Müsli-Riegel. Schon alleine deswegen hat der Rhöneradweg, die Route führt von Andermatt nach Genf, das Prädikat Traumtour verdient. Aber Vorsicht! Vor den süßen Lohn hat der liebe Gott die Mühe gestellt. Und die fordert in Gestalt des Fuhrkarpasses gleich nach dem Startschuss 1000 Höhenmeter von den Waden. Wie ein Gemälde mit Tupfen mir ist's unter allen Gegenden, die ich kenne, die liebste und interessanteste hat der vielgereiste Goethe schon verkündet. Aus gutem Grund, im Westen ragen eisige Gipfelzacken, dominiert vom 3583 Meter hohen Gallenstock in den Himmel. Darunter leuchten sattgrüne Wiesen im ersten Morgenlicht. Heustadel wie aus dem Märchenbuch verleihen dem Gemälde dunkelbraune Tupfen. Dazu rattert der knallrote Glacier Express im Talboden langsam durchs Bild. Einziger Wermutstropfen, die Radroute, liegt noch im frostigen Schatten. Helmmütze, Handschuhe und Überhose kommen zu ihrem ersten und so viel vorweg auch einzigen Einsatz. Am Ende des Urserentals bei Realp klettert die Sonne über den Gotthardpass. Im Nu macht sie dem Quecksilber Beine. Im Thermometer herrscht Springflut, es hüpft von knapp über 0 auf angenehme 25 Grad. Die Rampe hoch zum Fuhrkar sorgt für einen weiteren Anstieg der körpereigenen Betriebstemperatur. Zum Glück wurden die weiten Schleifen hoch zum Pass angelegt, so bleibt noch etwas Luft für das grandiose Bergkino ringsherum. Schon 1865 wurde diese wichtige Handelsverbindung ausgebaut. Endlich oben auf der Passhöhe reicht der Blick weit in die Walliser Alpen hinein. Zusätzlich sorgt ein Blick auf das Höhenprofil der Tour für ein breites Grinsen. 23 harte Kilometer liegen hinter uns, aber 296 Kilometer liegen vor uns alle ohne nennenswerte Gegenanstiege. Die nächsten 20 Kilometer werden gar zum Härtetest für die Bremsen. Blaue Eisgrotte ist ein Muss. Gut so, denn unsere Felgen glühen ohnehin. Hier entspringt sie also, die Rhöne, die Patronin unserer Traumtour, stürzt über blank polierten Granit zu Tal und fließt fortan über 812 Kilometer zum Mittelmeer. An der kleinen Scheideck vorbei, auch für uns geht es weiter nach unten. Auf geschotterten Radwegen begleiten wir im weiten Gomsertal die Rhöne, die hier im Kanton Wallis Rotten heißt. Innen sind viele Bürgerhäuser mit Wappen und Fresken verziert. Hier bietet sich eine landschaftlich reizvollere Variante über Außerbinn an. Die paar extra Kilometer auf zum technisch schwierigen Pfad sind mit einigen steilen Anstiegen garniert, dafür meiden wir aber die stärker frequentierte Hauptstraße. Kurz vor Brich bieten sich in Betten und Mörl Gondelfahrten hoch zum Aletschgletscher an. Der größte Gletscher der Alpen walzt sich vom Kanton Bern und den Gipfeln von Jungfrau, Mönch und Eger hinunter ins Wallis. Der Dame de Fall und E und auf dem nochmal 40 Meter höheren Spitz die Burgruine von Tourbillon-Velche die Bischöfe von Sitten einst als letzten Zufluchtsort erbauen ließen. In Martigny beschreibt die Rhöne fast einen rechten Winkel. Der Radweg verläuft weiterhin leicht bergab, auf wechselnden Uferseiten. Aber bei schönem Wetter bläst gerne mal ein thermischer Gegenwind aus dem Tal herauf. Wir schlagen der Brise ein Schnippchen, pausieren zunächst unter schattigen Platanen an der Place Centrale. Das südländische Flair verleitet zum Schlendrian, aber wir haben heute noch einen Termin an der Schweizer Riviera. Saint-Maurice-Aigle schon überragen die ersten Segel der Yachten die Schilflandschaft der Rhönemündung. Kompliment selbst im Sumpflabyrinth von Les Granettes stimmt die Beschilderung auf das i-Tüpfelchen. Die Schweizer machen keine halben Sachen. Wanderrad, Mountainbike, Kanu und selbst Skaterwege sind ausgearbeitet und signalisiert. Überhaupt, die gesamte Rhöne-Route wird durchgehend von Schienenbettern zu jeder Zeit die Möglichkeit, eine Runde zu schwimmen, baden und biken endlich. In Montreux hüpfen wir im Abendlicht noch in die Fluten.
das wuchtige Chateau Quillon, das moderne Spielcasino, die prunkvollen Nobelhotels, die Ufermeile Montreux ist eine Augenweide. Am längsten bleiben wir allerdings bei der Bronzestatue von Freddie Mercury, die schon gleich nach ihrer Enthüllung 1996 zur Pilgerstätte seiner Fans wurde. Der Frontmann der Rockgruppe Queen wohnte und arbeitete hier in seinem Tonstudio. Absolut einzigartig ist auch die Uferbepflanzung, Zypressen-Eukalyptusbäume, Sequoias aus Kalifornien mit einem Stammumfang von 6 Metern. Der Radweg führt direkt durch diesen global genial botanischen Garten. Auch Fevi setzt voll auf die Kunst, hier wird die Radroute zum Lehrstück über moderne Kunst. Eine Charlie Chaplin-Statue, auch er genoss bis zu seinem Tode 1977 das milde Klima und das Panorama des Genfersees bis hin zum Mont Blanc von seinem Anwesen über den Hügeln der Stadt. Für ein echtes Wow-Erlebnis sorgt Äpfeltrauben, Birnen während der Erntezeit, ist die Schweiz wie der Garten Eden. Stockalper Palast in Brich mit seinen blattvergoldeten Türmen, die eigenwillige Burgkirche St. Romanus oberhalb von Rarun bei Visp, der Walliser Holztadel, deren riesige Granitscheiben an den Stelzenbeinen die Mäuse vom Stiebitzen des Korns abhalten sollen. Die Rhöneroute ist in diesem Abschnitt ein einziger Reigen sakraler und profaner Baukunst. Ab Serre beginnt das Unterwallis und plötzlich sprechen alle Französisch. Der Radweg führt in die milde und sonnige grüne Ebene in den größten Obstgarten der Schweiz. Weit und enorm steil klettern die Rebstöcke die Bergflanken hoch. Doch die Strecke bleibt in der Ebene und schlängelt sich durch den verführerischen Garten Eden, wo einem die Früchte schier in den Mund wachsen. Sion wird von zwei markanten Felszacken in Mitten der Ebene angekündigt. Darauf thront zum einen die bald 1000-jährige Kirchenburg Notre-Dame-de-Champions, nach der langen Fahrt zu Freddys Füßen am Genfersee entspannen, gleitet. Die Dichte der Bahnhöfe ist groß. Selbst in kleinen Dörfern ließe sich der Zug per Knopfdruck stoppen und das Rad darin verstauen. Spielt das Wetter mal verrückt oder geht die Puste aus, gibt es jederzeit einen unkomplizierten Plan B. Das Konzept wird durch die Servicegesellschaft Swiss Trails erweitert, sie organisiert Hotels nach Wunsch und erledigt den Gepäcktransport. Nur mit dem Tagesgepäck erhöhen sich Aktionsradius und Fahrspaß enorm. Zudem stellt sich bei Besichtigungen nicht die Frage, wer auf das Gepäck aufpasst. Das Ziel naht, der Genfersee. Ab sofort geht es zwar nicht mehr ständig bergab, sondern abgesehen von kleinen Wellen fast immer eben am Ufer des gigantischen Genfersees entlang. Dafür haben wir auf den letzten 100 Kilometer fast 10 Meter hoch und aus Aluminium, die Gabel von Jean-Pierre Zaugg ist außergewöhnlich. La Forchette von Jean-Pierre Zaugg. Die fast 10 Meter hohe Alugabel steckt seit 1995 einfach so mitten im See. Schattige Alleen, kurze Anstiege in die omnipräsenten Weinberge, Burgen und Schlösser, in Masse die Route ist ein Gedicht. In Lausanne führt sie direkt am Olympischen Museum mit seinen ausgedehnten Gärten vorbei. In Genf endet unser Rausch durch die Reben. Der radfahrerische Brückenschlag von einsamen, hochalpinen Gefilden zur mediterranen, kosmopolitischen Weltstadt. Genf ist der Stammsitz der UNO und hier tagt das Rote Kreuz. Genf lebt Multikulti und bietet eine enorme Lebensqualität. Nur eines konnten wir in Genf nicht ganz so gut: Äpfel klauen.